So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Oddworld, You and Tasty mit dem lieben Abe und dem Elum hier. So, wir hatten ja in der letzten Folge versucht... Oh, schön, es kommt direkt mit. Genau, das Passwort hier rauszufinden, das müssen wir anscheinend machen, indem wir hier reinspringen. Vielleicht wird uns das jemand verraten. Komm, bleib du mal da. Ich springe nämlich hier rein. Hier oben ist wahrscheinlich irgend so ein Typ, der uns das verrät, aber ich weiß noch nicht, wie wir hier weiterkommen. Wobei, warte mal. Hier ist ein Schalter. Oh Gott, warum habe ich den nicht gesehen? Warte mal, jetzt ist der hier nicht mehr aktiv. Jetzt komme ich wahrscheinlich hier irgendwo hingesprungen. Ah! Oh Gott, wie easy. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt auf Anhieb. Ich zumindest nicht. So. Ja, warte mal, jetzt muss ich wahrscheinlich hier rennen. Genau hier rein und das dann eben kurz machen. Oh Gott, wie easy ist das denn gewesen? Voll Loop. So. Jetzt das dort und was jetzt? Na, warte mal, vielleicht wieder den Schalter hier aktivieren. Und dann hier rein. Nö. Wir sind aber jetzt sind beide aktiv, ne? Oder kann der auch höher? Ach so. Schauen wir mal, was da drin steht. Ich muss mir das nochmal anhören, tut mir leid. Okay. Wir versuchen das mal, ob wir das wirklich dann rausfinden. So. Okay, das war schon mal falsch. Hello. I don't get it. Hello. Huh? Hello. Okay, wie war das? Ja, hallo. What? Hello. Huh? Hello. Wie läuft das denn jetzt hier? Warte. Ach so. Okay, alles klar. Dann muss ich den erst ansprechen. Easy. Ja, dann let's go. Dann können wir hier mal wahrscheinlich weitermachen. Hier ist so ein... Ich weiß nicht, ob du mitkommst. Ich nehme dich einfach mal mit. So. So. Hier musst du dann mitkommen. Alles klar. Komm mit, da unten. Alles klar. Hier können wir den wahrscheinlich wegschaunten. Okay. Lol. Nee. Ey, was soll denn? Vielleicht muss man auch durchrennen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Komm mit. So. Nee. Mit. Vielleicht müssen wir echt hier durchrennen. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt haben wir die zwar nicht umgebracht, aber ist nicht so schlimm. Das sind sowieso zu viele gewesen. Ich glaube, das ist so nicht machbar. Okay, hier geht nix. Okay, wahrscheinlich muss ich dich jetzt hier tatsächlich alleine lassen. Ich schalte hier mal ganz kurz und guck. Auf. Okay, ich erschieße einfach mal alles. Lol. Da sind sie alle down. Okay, dann spreng ich mich auch mit in die Luft. Und dann haben wir es, glaube ich. Das Elo müssen wir, glaube ich, hier liegen lassen. Oder stehen lassen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, hier geht's weiter. So, jetzt sind wir hier, glaube ich, in dem heiligsten Ort von
Paramania oder wie auch immer dieses Land heißt. Und ich hätte am besten mal die Schnauze, weil bei dieser Zwischensequenz kann man besser zusehen. Okay, alles klar. Jetzt sind wir anscheinend in dem Tempel hier drin. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich schau mal hier, ob hier irgendwelche Sachen sind. Was kann man denn hier machen? Gibt es hier einen Schalter? Hä, warum soll man denn hier hinkommen, wenn man hier nichts machen kann? Lol, ich war auf jeden Fall runter. Lustig wäre, wenn jetzt hier ein Speicherpunkt wäre und ich mit der Leiche dann da hingekommen wäre. Ach, ich weiß wie. Wahrscheinlich kann ich die hier so weglocken. Ah! Mami! Alter, okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wie soll das hier laufen? Danke. Ach lol, warum schleiche ich mich da nicht eigentlich an? Komm, Hundchen, schlaf mal ein Stückchen. Ist auch cool. Oder du kommst halt angerannt und ich... Nee. Aua! Nee, ich schau mal kurz, ob die beide pennen. Ansonsten muss ich den irgendwie anlocken. Dann die kurz reinspringen und hoffen, dass ich dann irgendwie den verwirre oder was auch immer. Aber ich höre eigentlich nur schlafende Wesen. Beziehungsweise eigentlich höre ich ja gar nichts, ne? Kommt der angerannt? Nee, noch nicht. Hm. Oder kann ich den hier schon... Nee, wegschalten kann ich den nicht. Hier müsste eine andere Position haben. Hier ist ja gut, du Kackköter. Hau ab. Ah, Alter. Ich wollte eigentlich wegrennen. Hat's aber nicht geklappt. Alter, ich habe noch überhaupt gar keine Idee, wie es hier weitergehen soll. Ohne Witz. So, den Typen hier anlocken, Hund. Kann ich nur hoffen, dass der irgendwie weg ist. Bleibt der jetzt dafür immer stehen, oder was? Komm, renn nochmal zurück. Natürlich bis zum Ende laufen, ne? Und dann müsste ich dann irgendwie... Lol. Oh Gott, da ist so ein Paramite, der sich runterseilt. Das sind so eine Art Spinnenviecher, glaube ich, ne? Glaube ich, gehe mal ein bisschen langsam hier. Entlang. Nimm dich in Acht, oder was? Vor der Fleisch... von dem Fleischwurm in 8. Was stand denn da gerade? Hm. Also hier ist wahrscheinlich jetzt gleich einer zu sehen. Immer noch nicht. Okay, alles klar. Ha, lol. Vielleicht stand da auch Fleischfels oder eine Felsen. Ach, ich bin mir nicht sicher. Manchmal kann ich das nicht ganz genau sehen. Der ist schon mal ziemlich down.
Alter. Was kann das denn hier? Warum ist das hier? Was soll's. Ich gehe einfach mal in den nächsten Raum. So, das Ding ist jetzt zu. Paramites. Paramites sind nicht gerade hübsch, aber wenn du auf ein paar triffst oder sie gegen eine Wand drängst, dann wird es echt fies. Okay. Folge ihnen, wenn du dich traust, aber lass dich dabei nicht in eine Falle locken. Trieze die Paramites, indem du Fleisch wirfst. Okay. Steinschloss. Unsere Tempel sind dunkel geworden. Ja, seit des... Das haben wir schon mal gelesen. Ja. Da steht ja, dass man erst an den Initialritus oder wie auch immer das heißt, teilnehmen darf, wenn man alle heiligen Flammen oder alle heiligen Feuer aktiviert. Und das macht man, indem man die Steinschlösser aktiviert. Alter, was ist denn hier los? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Türen. Oi. Das gefällt mir ja gar nicht. Hi. So, du kannst die wegdrängen. Aber das, man sollte es nicht zu weit treiben, denn irgendwann rasten die aus, die Teile. So. So, man sollte die nicht zur Wand drücken, weil dann sonst fühlen die sich ja eingeengt. So war's, ne? Ich hüpf mal lieber über den... Ja. Das war nämlich genau das, was sie geschrieben haben. Das wollen sie nicht. Ja, easy. Dann muss ich irgendwie das anders lösen. So. So, hau da mal ab, du Kackviech. Und dann ist ja alles gut. Hier, dich kann ich im Moment noch nicht holen. Ich glaube, hier ist so eine Flamme, ne? Die würde ich auch aktivieren dann. Ja gut, dann geht's nochmal weiter nach oben, würde ich sagen. Mal zu schauen, was hier abgeht. Ich will nicht zu weit. Alter, was ist denn hier los? Achso, der holt ihn wieder hoch wahrscheinlich. Hier ist Fleisch. Wahrscheinlich, wenn ich das aktiviere, kann ich die Dinger dann irgendwie wegjagen. Was ich jetzt hier aber erstmal machen werde, ist das Ding... Ich dachte, eigentlich wollte ich das ja aktivieren, als scheint... Hä, das ist noch nicht aktiviert. Okay, alles klar. Okay, alles klar, also... Dann den. Okay. Bin ich jetzt unverwundbar, oder was? Oder was kann ich? Ich bin mir nicht sicher. Okay, unverwundbar bin ich nicht. Ja, ich wollte ja eigentlich nur hoch. Also alles cool, mein kleines Viech. Zack, easy. So wird gemacht. Ich will eigentlich nur über dich hüpfen können, aber... Warte mal. Ach, ist auch scheißegal. Also ich weiß nicht, was das da kann. Ich könnte auch erstmal hier kurz da bleiben und schauen, was
der mir hier anbietet an Bomben mit Tierchen. Was? Stell das Essen. Ich kann das Essen nicht identifizieren. Ich kann das, ich raff das nicht genau, was da steht. Hello. Hi. Hey there. Ach, ich weiß ja eigentlich schon das Passwort. Was soll er denn? Oh, ich sehe Scheiße. Die Zeit, die ist schon wieder um. Meine Güte. Gut, dann sag ich mal, wir machen morgen weiter. Also ihr macht morgen weiter, beziehungsweise wenn es halt irgendwie gerade ein falscher Tag ist, dann kommt ja morgen gar kein Part. Das ist ja, glaube ich, Samstag und Sonntag kommt kein Part bis jetzt. Man kann sich auch noch überlegen, ob man es mal 7 Tage die Woche macht oder nicht. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ich verabschiede mich und ich spiele jetzt auf jeden Fall noch weiter. Also sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann!